Hallihallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil der Serie Pfeilbau, Pfeiltuning. Ich habe meinen Rohschaft ausgeschossen. Ich habe ihn eingekürzt. Ich habe verschiedene Spitzen probiert. Ich habe das Ganze natürlich auch mitgefilmt. Und diese kleinen Ausschnitte, die werde ich euch gleich zeigen. Da steht dann auch immer in Textform drunter, bei welchem Schritt ich mich gerade befinde. Und ja, es wird euch auffallen, ich habe hier, mal in die Kamera, so ein bisschen Marderkrepp hinten am Pfeil angebracht. Das hat den einfachen Beweggrund, dass dies das Cresting bzw. die Federn mit simulieren soll, weil sich dadurch der Pfeil natürlich auch wieder anders verhält. Ihr werdet sehen, in den ersten paar Sequenzen habe ich es noch vergessen. Aber zum Schluss habe ich es dann wieder dran gemacht und bin somit zu einem Pfeil gekommen, der wirklich 1A gerade fliegt, selbst ohne Befiederung. Aber schauen wir uns das gleich mal an. Ja nun, also ihr habt jetzt gesehen, was ich gemacht habe. Ich habe noch ein paar kleine Hinweise dazu. Und zwar, wenn ihr in eurer Technik noch nicht wirklich gefestigt seid, macht diese Methode absolut keinen Sinn. Dann könnt ihr einfach einen Pfeil nehmen, guckt in die Spinewehr-Tabellen von dem jeweiligen Hersteller und sucht euch was Schönes raus, packt ein paar Federn dran, eine hübsche Spitze vorne dran und fertig ist. Dann schaut ihr einfach ungefähr, fliegen die gut, fliegen sie nicht gut. Wenn ihr jetzt aber schon ein bisschen fortgeschritten seid, eine Grundfestigkeit in eurer Technik habt und euch sicher seid, ihr könnt den Schussablauf immer wieder gleichermaßen ausführen, dann ist diese Methode genau das Richtige für euch. Ja, damit wären wir mit diesem Video schon wieder am Ende. In der nächsten Folge werde ich noch einen Papiertest machen, das heißt, die Pfeile werden schön Federn bekommen. Die mache ich rundum fertig und dann werden wir sie durch ein Blatt Papier schießen und dann erkläre ich euch, inwiefern da verschiedene Trefferbilder noch irgendwas ausmachen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!